Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Und ich habe gerade ein 17 oder 18 Minuten langes Video gemacht und auf Android kann man ja längere Videos als 15 Minuten auf YouTube stellen. Und ich habe gerade bei mir das Licht ausgemacht, dummerweise. So, jetzt ist es wieder an. Und dann noch 13 Minuten. Also gehen wir mal in Clash of Clans. Bam, bam, bam. Ich habe einen total verpiepten Angriff gemacht. Ernsthaft. Der war so beschissen. Oh Mann, ich mag das, wenn es so. Ich habe mit 4 Ballons angegriffen, ein paar Bogies, ein paar Barbaren und noch einen klaren Truppen hatte ich auch Barbaren. Und ja, jetzt. Wenn wir wieder mal drin sind. Also, bis meine Truppen fertig sind, dauert es noch 45 Minuten. Vorher war es eine Stunde. Bisschen die Arbeit erleichtert. So. So, richtig zusammen. Und den Angriff zeige ich euch jetzt. Ach ja. Der Verlauf. Bitte schaut beim Felix HD vorbei. Sagt Uchiha oder so, wie das gesprochen wird. Schaut bitte in diesem Kanal vorbei. F-L-E-I-X-I-S-S, also Flex, ach so, Flexis und nicht Felix. HD vorbei, also Flexis HD. Und hier ist mein Angriff. Also, welchen wollt ihr als erstes sehen? Ich nehme mal den langweiligeren, der schneller geht. So, das ist meiner. Ich habe hier außen die Sachen genommen mit einem, also ich habe jedes Gebäude ein Bogie und jetzt noch besser machen können. Ich habe hier angefangen, Bogies zu setzen, damit sich die Sachen ablenken. Die Schutzkanonen und so. Und da wollte ich die Luftabwehr zerstören und da habe ich hier noch die Ballons gesetzt, aber der eine Ballon ist richtig scheiße gegangen. Ich habe die auch scheiße gesetzt hier. Und das war so ein scheiß Setzen, weil das war nicht geplant. Und der Trottel ist nicht hier rübergegangen, sondern hier. Und ich hätte vielleicht noch einen Stern geschafft. Leider minus 18 Pokale. Zweite negative Scheiße ist das hier. Unser Freund Uchiha, so viel Loot hatte er schon seit Monaten nicht. 42%. Ziemlich harte Base. Er fängt hier oben an. Hier unten ist eine Überraschung für ihn. Ich habe vorher gesagt, er sollte mal hier bei Bahnen so setzen. Wäre auch eine gute Idee, wenn da nicht ein Kuchen wäre. Das werdet ihr noch sehen dann. Also er greift schön mit Bahnen so an, hat die einfach nur so gesetzt. Aber das ist ja gut. Könnte ich gleich dort drüben, keine Ahnung warum dort drüben, aber naja. Das ist sonst nicht so eine gute Taktik, wie du die Gruppe Barbaren hier gesetzt hast, den Minenwerfer und so. Aber naja, trotzdem war es gut. Und hier die scheiß Überraschung. Tesla. Der könnte eigentlich jetzt immer noch das Rathaus irgendwie angreifen mit 28 Barbaren. Naja. Und jetzt 11, das ist unmöglich. Und ja, er versucht es aber mit 11. Minenwerfer geht drauf, die haben keine Chance.
Die Kanone hat kaum Leben verloren. Und ja. Der Kampf ist so gesagt zu Ende. 42%. Blue Fox 2000 hat gewonnen. Ist nicht so schlimm, Uchiha. Das dauert manchmal eben. Und ja, das war mal gerade so ein Nebenvideo. Ich glaube, ich stelle das an Weihnachten hoch oder so. Oder wisst ihr was? Ich freue mich für eure Geschenke. Falls die schön waren, weil ich glaube, ich würde das. Ach, ich stelle das einfach an Weihnachten. Jawohl, Leute. Wie viel Zeit habe ich noch? 8 Minuten. Naja, gut. Kann ich es ausnutzen. Sage ich euch nicht. Ein einzigen Angriff oder eine Verteidigung. Der gute Angriff war der, also meine letzten 3 Sterne. Auf dem war ich auch ziemlich froh. Jetzt Goblins setzen, Mauerbrecher hinterher, damit die Mauer brechen können. So, weil der keine Luftabwehr hatte, hatte ich 4 und ich hatte 4 Ballons. Habe ich die Riesen gesetzt, damit die den Rugiton zerstören und hier damit der Minenwerfer nicht so viel Schaden macht, weil der macht ja viel Schaden und Rugiton ist Schrott. Gerade im Schrott gegangen, habe noch meine restlichen Kobolde gesetzt, die klauen schön jetzt und die ganze Abwehr ist futsch. Vielleicht zumindest. So. Die Kanone hat es fast geschafft, aber so knapp, richtig knapp daneben. Naja. Und außenrum war gar nicht. Ich finde die Weihnachtsbäume so geil. Aber ich habe die nicht mehr. Ich habe die einfach nicht mehr. Und der Update mit dem Schnee, der ist gut. So, Rados und dann noch eine Sache. Und jawohl, das war mein richtig, richtig guter Angriff. Darum habe ich mich gefreut, weil guck mal oben in der Ecke bei meinem Gold und Elixier. Das ist einfach nur geil. Für mich zumindest. Heck is funny. Ich habe schon mal. Ich weiß nicht, ob Löffel Glanz hackt, das wisst ihr auch. Das war mein allererstes Video auf dem Kanal. Und deswegen habe ich mich so genannt, weil der Hack wirklich lustig ist. Ihr könnt mir noch sagen, was ich verbessern soll. Ist ja, was ich mache, das hier hoch. Na gut, nee, ich mach den erstmal hoch. Und den hier auch hoch. Und ja, Leute, das. Also, wenn ich das Video hochstelle, sind die schon lange fertig. Ich verstehe, also mein Freund, der Mobile Nick, hat mir einen Tipp gegeben, dass ich meine Videos nicht alle auf einmal. Oh Gott! Nicht alle auf einmal hochstellen muss, weil das ist irgendwie so ein Blödsinn und ich habe noch 5 Leben und die nutze ich jetzt nicht mehr aus. Ich mach gleich nur noch einen Kommentar zu dem Update. Geil. Leute, der Wächter der Welt, der große Wächter, der große Auftritt vom Rados Level 11, bumm, großer Wächter und Adler, wie heißen die Dinger? Adler Tillerie. Die stärksten und strategisch wertvollsten Ergänzungen aller Zeiten. Aha. Na gut. Eines der größten Clash-Updates aller Zeiten. Oh. Okay. Großer Wächter, der neueste Held deiner Armee. Leider nicht meine Armee, naja. Nutze mächtige neue Schlachtfeld-Taktiken, indem du deine Truppen schützt.
mit Schüben stärkst. Mit Räder, indem du deine Truppe schützt und mit Schüben stärkst. Der große Wächter stellt alle nahegelegenen Truppen und macht. Stehlt. Alle nahegelegenen Truppen und macht. Kurzfristig unbesiegbar. Okay, er springt. Er springt. Hui, hui, hui. Er fliegt. Der Wächter, der große Wächter passt in ihre Strategie und lässt deine Armee glänzen. Aha. Er will nicht, dass ich blind werde, also, mehr. Mehr Beute und Trophäen. Spielbalance. Okay. Also wenn ihr wollt, dass ich euch das Ganze vorlese und das wollt ihr nicht, weil ich weiß, dass ihr es nicht wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt gar nichts einfach dazu. Das war dumm, dass ich es vorgelesen habe. Ich weiß, ich lese Scheiße, aber ich lese nur bulgarische Bücher, weil ich ja nicht gerade Deutscher bin, kann's und ja. Wir wohnen nur hier, aber das ist ja jetzt eine andere Sache. Und Leute! Also wie gesagt, die beiden werden auf 6 verbessert. Immer noch genug Elixier, genug Gold. Das freut mich sehr. Und ja, ich muss sagen, danke fürs Zuschauen und tschüssi!